Sie gelten als Glücksritter, als Gauner, als Genies. Für Fahnder sind sie ganz einfach Verbrecher. Und doch werden sie oft wie Helden gefeiert. Fälscher. Ein vielseitiger Job mit Herausforderungen. Wie schaffen sie es, immer wieder selbst Experten an der Nase herumzuführen? Und welche Fehler werden ihnen zum Verhängnis? Wer sind diese Menschen, die alles riskieren, um ihren Traum von Reichtum und Ruhm zu verwirklichen? Ich erzähle Ihnen ihre Geschichte. Amsterdam, Kunst- und Kulturmetropole und vor 70 Jahren Schauplatz einer der größten Fälschungsskandale Europas. Nach der Befreiung Hollands von der deutschen Besatzung machte man Jagd auf Kollaborateure. Auch Kunsthändler, die mit Nazis Geschäfte gemacht hatten, wurden schwer bestraft. Viel Aufsehen erregte die Geschichte eines Gemäldes. Es wurde in Görings ehemaliger Privatsammlung entdeckt. Der Ermittler Job Piller konnte den Verkäufer verhaften. Nur ein weiterer Kriegsgewinnler? Nun, Herr von Megerin, Sie wollen uns also endlich die Wahrheit sagen. Da bin ich ja mal gespannt. Woher haben Sie das Gemälde von Vermeer? Die Geschichte mit der verarmten italienischen Familie, die stimmt doch nicht. Wie konnten Sie Geschäfte mit Kunsthändler Miedel machen? Sie wussten doch, dass Herr Göring Gemälde besorgt, oder? Und dann auch noch Christus und die Ehebrecherin. Ein Gemälde von Vermeer. Ein Juwel holländischer Kunst, diesem Deutschen? Wie konnten Sie nur? Haben Sie keinen Stolz, kein Ehrgefühl? Sie sind doch ein bekannter Künstler. Ich will nur verstehen. Sie glauben also, ich hätte diesem Nazi-Schergen Göring einen Vermeer verkauft? Das war kein Vermeer. Das war ein Van Megeren. Ich habe das Bild gemalt. Und es ist nicht das einzige. 5 weitere Vermeers sind ebenfalls von mir. Das berühmte Emmaus-Gemälde im Museum Beumanns. Die Fußwaschung im Rijksmuseum. Der Christuskopf. Das letzte Abendmahl. Und Segen Jakobs. Unglaublich, dieser Fall. Da verkauft dieser Kerl doch glatt sein eigenes Bild an die Nazis. Als echten Vermeer. Aber nicht nur die sind auf ihn reingefallen. Kunstkritiker, Sammler und die Museumsbesucher sowieso. Einige Fachleute feierten ausgerechnet seine Fälschungen als die wahren Meisterwerke Vermeers. Wenn man heute die berühmte Milchmark damit vergleicht, dann ist es noch unverständlicher. Wie konnte Van Megeren, dieser scheinbar harmlose Herr, die Kunstpäpste seiner Zeit so täuschen? Was war das Geheimnis seines Erfolgs? Zuvor war Han van Megeren nur als durchschnittlicher Porträt-, Tier- und Landschaftsmaler bekannt. Wir konnten es nicht glauben. Wir dachten, der Mann fantasiert. Der möchte bloß aus seiner Zelle raus. Schließlich waren wir so überzeugt, dass die Vermeers echt waren. Nellies van Waning war damals Sekretärin des Kunstermittlers. Nach Van Megerens Geständnis holte Piller ihn zu sich in sein Bürogebäude. Dort sollte er als Beweis seiner Fähigkeiten einen weiteren Vermeer malen. In der Pause saßen wir dann Modell mit seinen Bettdecken. Es gab ja nichts anderes, das man als Vorlage für die Stoffhalten auf dem Apostelgemälde, an dem er malte, nehmen konnte. Vom Kollaborateur zum Nationalhelden. Der Vermeerfälscher war plötzlich genauso beliebt wie der damalige Ministerpräsident.
Der Mann, der Göring austrickste, war plötzlich sehr populär. Er wurde sogar als ein Symbol der Befreiung angesehen, auch wenn er es eigentlich nicht verdient hatte. Han van Meegeren hatte sich sehr gut mit den deutschen Besatzern arrangiert. Mit seiner Frau Jo wohnte er in dem reichen Ort Laren, nicht weit entfernt von Amsterdam. Mit eigenen Gemälden konnte er sich den luxuriösen Lebenswandel nicht leisten. Sein Stil war bei Experten nicht sehr gefragt. Mehr Geld machte er schon seit Jahren mit seinen Versionen alter Meisterwerke. Mein Herr, ich sollte jetzt wirklich wieder an die Arbeit. Das Dienstmädchen hatte vermutlich keine Ahnung, dass ihr feiner Herr ein Fälscher war. So, jetzt passt es. Van Meegeren liebte die alten Meister, studierte sie bis ins Detail. Sich selbst sah er als verkanntes Genie, durchaus gleichwertig mit den großen Malern des 17. Jahrhunderts, mit Johannes Vermeer und Rembrandt. Nur den meisten anderen fehlte diese Einsicht. Er wollte unbedingt beweisen, dass er ein genialer Maler war und hasste Experten wie die Pest. Er hat also auch mit dem Fälschen angefangen, um zu beweisen, dass die Experten ihren Job nicht verstanden. Im Rijksmuseum in Amsterdam hängen die Bilder, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts besonders gefragt waren. Die Gemälde der alten Meister Rembrandt, Franz Hals und Vermeer. Dieser war besonders begehrt, auch weil sein Gesamtwerk nicht so umfangreich war. Im Lager des Rijksmuseums befinden sich auch Meisterwerke von Han van Meegeren. 14 seiner verkauften Fälschungen sind heute bekannt. Damit hat er wahrscheinlich über 3 Millionen Gulden eingenommen, heute ca. 100 Millionen Euro. Was ist überhaupt eine Fälschung? Schließlich werden Kunstwerke schon seit Jahrhunderten nachgeahmt. Den Stil eines Künstlers zu imitieren, galt früher eher als Hommage. Andererseits war es lange Zeit die einzige Möglichkeit, Bilder zu vervielfältigen. Noch bei Rembrandt kopierten Schüler eifrig seine Bilder. Besonders Begabte schufen eigene Varianten, die der Meister mit seiner Unterschrift beglaubigte und die er dann verkaufte, was die Fälschungsfrage bei Rembrandt nicht einfacher macht. Aber wann beginnt die Geschichte des kriminellen Kunsthandwerks? Den echten Fälschern ging es vor allem ums Geldverdienen. Deshalb stieg ihre Zahl erst deutlich an, als sich ein richtiger Kunstmarkt entwickelte, also im 19. Jahrhundert. Überall öffneten Museen ihre Tore. Neben Adel und Klerus verlangte auch ein reiches Bürgertum in nie dagewesener Weise nach Kunst. Die goldene Ära der Kunstfälscher begann. Die Nachfrage ebbte auch in den nächsten Jahrzehnten nicht ab. 1935 wurde das Museum Boijmans in Rotterdam gegründet. In der zweitgrößten Stadt der Niederlande gab es bisher noch kein entsprechendes Kunstmuseum. Der junge Direktor Dirk Hanema war sehr ambitioniert. Alle Museen besaßen Werke von Franz Hals und Rembrandt. Das Rijksmuseum besaß fantastische Vermeers. Das Mauritshaus hatte ebenfalls 3 großartige Vermeers. Nur das Boijmans keinen. Das war für ein niederländisches Museum nicht tragbar. Das muss Hanema sehr gewurmt haben. Han van Meegeren studierte den Kunstmarkt. In den 30er Jahren begann er sich intensiv mit Malweise und Technik Vermeers auseinanderzusetzen. Wie viele Fälscher tauchte er dabei vollkommen in die Welt des auserwählten Künstlers ein. Manche lieben es, jemand anderes zu sein als sie selbst. Oder vergessen manchmal total, wer sie sind. Und gehen völlig in der Rolle des anderen Künstlers auf. Andere haben multiple Persönlichkeiten oder so etwas. Das ist das Gleiche. Es ist eine Droge, von der manche Leute unglücklicherweise abhängig werden. Für einen perfekten Vermeer scheute Han van Meegeren keine Mühen. Im Rijksmuseum werden die Fundstücke gelagert, die Ermittler nach seiner Festnahme in einem seiner Häuser sicherstellten. Sie zeigen, wie gründlich sich Van Meegeren vorbereitet hat. Er benutzte Pigmente aus dem 17. Jahrhundert und mischte sich seine Farben selbst. Die Ermittler entdeckten auch einige Requisiten, die auf seinen Gemälden zu sehen sind.
Die Fundstücke geben Einblick in die Trickkiste des Fälschers. Dieses Gemälde zeigt, dass Van Meegeren als Restaurator gearbeitet hat. Raffiniert lässt er es künstlich altern, indem er die dunklen Stellen und empfindliche Farben verwischt. Als ob das Gemälde im 17. Jahrhundert zu früh gereinigt worden wäre von einem Restaurator, der den vergilbten Firnis entfernen wollte, obwohl die Farbe noch nicht ganz ausgehärtet war. Das ist die Generalprobe für die Emmaus-Jünger. Dieses Gemälde wurde sein Meisterwerk. Über einen Mittelsmann bot er es 1937 Abraham Bredius an. Der Kunsthistoriker galt als einer der Vermeer-Experten. Dieser Bredius hatte über einen frühen Vermeer gesagt, von solchen Frühwerken Vermeers muss es noch mehr geben. Und weiter? Es muss sich um ein Frühwerk handeln, mit einem größeren Format als normal. Der Malstil wird etwas lockerer sein. Und daran hat sich Van Meegeren gehalten. Eigentlich hat er keinen Vermeer gefälscht. Er hat die Spezifikationen von Bredius bebildert. Das ist auch einer der Gründe seines Erfolgs. Bredius war begeistert vom neuen Vermeer, der so genau seinen Erwartungen entsprach. Komposition, Ausdruck und Farbe. Gemeinsam formen sie eine Einheit von höchster Form, von entrückender Schönheit. Solche Lorbeeren überzeugten Museumsdirektor Hannemar. Auf keinen Fall durfte dieses Meisterwerk in deutsche oder amerikanische Hände gelangen. Er erwarb es für die damalige Rekordsumme von 540.000 Gulden, umgerechnet mehrere Millionen Euro. Warum hat man diese extrem teuren Gemälde damals nicht wirklich geprüft? Immerhin gab es schon die Möglichkeiten, Farbproben zu nehmen oder sogar das Bild zu röntgen. Die Experten haben sich lieber auf ihr Auge oder auf die einfachen Tests verlassen. So zum Beispiel die Fingernagelprobe. Ist die Ölfarbe zu weich, kann das Bild auf gar keinen Fall alt sein. Oder auf den Alkoholtest, der basiert auf demselben Prinzip. Färbt die Farbe ab, ist das Bild eine Fälschung. Ihr Pech nur, Van Meegeren kannte diese Techniken auch. Seine Geheimwaffe? Bakelit. Phenolformaldehyd, besser bekannt als Bakelit. Diesen frühen Kunststoff mischte er in flüssiger Form seinen Ölfarben bei. Dadurch härteten sie schneller aus. Um sie noch weiter zu trocknen, muss er das fertige Bild erhitzt haben. Mit den unterschiedlichsten Hilfsmitteln. Danach rollte er das Ölgemälde über einen Zylinder, um die charakteristischen Risse, Krakelüren, entstehen zu lassen. Diese bemalte er für den richtigen Altersschmutz mit Tinte. Fertig war der Vermeer. Die Experten des Rijksmuseums interessieren sich dafür, wie der Fälscher im Detail gearbeitet hat. Bei den Untersuchungen seiner Bilder lässt sich nicht nur Bakelit nachweisen, sondern auch, dass das Nachahmen der echten Vermeerfarben nicht so leicht war. Mit diesem speziellen Gelb hatte Van Meegeren seine Schwierigkeiten. Er entschied sich für Massicot, also Bleioxid, Ocker und Gummigut, einen Pflanzenfarbstoff. Diese drei wurden im 17. Jahrhundert verwendet. Sie werden auch in Rezepturen erwähnt. Nur wusste man zu Van Meegerens Zeit noch nicht, dass Vermeer im 17. Jahrhundert vor allem Bleizinngelb verwendet hat. Als sie eines der Bilder röntgen, stoßen sie auf weitere Besonderheiten. Einige Stellen scheinen übermalt worden zu sein. Die Ergebnisse stellen die Forscher vor ein Rätsel. Das Aha-Erlebnis, als wir die Röntgenbilder analysierten, war, dass er das Gemälde umänderte, also ein gelbes Jäckchen mit Pelz in ein blaues umwandelte, sodass die Experten beim Röntgen feststellen sollten, hey, das ist typisch für Vermeer. Wir wissen, dass es in den Gemälden Vermeers Pentimenti gibt,
also Änderungen oder Requisiten, die später hinzugefügt oder verändert wurden. Wir wissen noch nicht, wie raffiniert Van Meegeren wirklich war. Der Krieg beeinflusste das Ehepaar Van Meegeren kaum. Berauscht durch den Erfolg wurde der Fälscher unvorsichtiger. Außerdem, was ist, wenn sie doch etwas mitbekommt? Nein, danke. Laren ist ein Dorf. Eine wunderschöne Feier, Frau Van Meegeren. Vielen Dank nochmals für die Einladung. Wo ist die gerade hier so stehen sehe? Sie wollten mir doch noch ein Bild zeigen, Herr Van Meegeren. Ja, dann folgen Sie mir. Ich zeige Ihnen nun meine geheimen Gemächer. Entschuldigen Sie uns so? Natürlich. Bitte sehr. Sie werden staunen. Van Meegeren wollte den Kaufmann Petrus Rienstra als Mittelsmann einsetzen, um sein neuestes Werk auf den Markt zu bringen. Ich bin gespannt, wie Sie es finden. Ein Fehler. Rienstra zog sich später zurück und Van Meegeren tauchte erstmalig selbst in Verkaufsunterlagen auf. Ein echter Vermeer. Haben Sie schon anderen gezeigt? Hätten Sie eventuell Interessenten? Oh ja. Da gibt es einige. Woher stammt das Bild? Ich hoffe nicht aus jüdischem Besitz. Nein, nein, eine adlige Dame. Es stammt aus ihrer Privatsammlung. Ich kenne sie aus Frankreich. Sie muss verkaufen, weil der Besitz ihres Vaters zwischen ihr und ihrer Tochter aufgeteilt wird. Er glaubt von sich selbst, er sei unbesiegbar. Egal, wofür ich mich entscheide, alles gelingt mir. Das war sein Fehler. So kritisch, wie er 1937 ist, so genau er sich alles überlegt, während des Krieges verliert er dieses Urteilsvermögen. Göring war der Vermeer nicht nur Geld, sondern 150 echte Gemälde wert. So entdeckten die Amerikaner das Bild nach dem Krieg in seiner ehemaligen Sammlung. Ende Oktober 1947 beginnt schließlich der Prozess gegen Van Meegeren. Der Vorwurf der Kollaboration wird fallen gelassen. Das Urteil für den Meisterfälscher: ein Jahr Gefängnis wegen Fälschung und Betrug. Sechs Wochen später, im Dezember 1947, starb er im Alter von 58 Jahren. Mittlerweile hängen die Emmaus-Jünger wieder, etwas versteckt im Museum Beumanns als Werk von Han Van Meegeren. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es einen beispiellosen Verkaufsboom auf dem Kunstmarkt. Gemälde werden zur Geldanlage und die USA für lange Zeit zum größten Kunstmarkt der Welt. Vor allem amerikanische Sammler sind in den 50er, 60er Jahren so heiß auf europäische Kunst, dass sie deren Herkunft kaum prüfen. So kaufte ein texanischer Ölmillionär in Frankreich fast 60 Bilder auf einmal für sein Museum. Kein schlechter Deal. Impressionisten zum Schnäppchenpreis mit Echtheitszertifikaten. Als er sie in seiner Villa stolz Kunstexperten präsentiert, erklären sie allein 44 für Fälschung. Später stellte sich heraus, dass die Bilder von dem berühmten Fälscher Elmer de Ory gemalt wurden. Konrad Oberhuber, Kurator der National Gallery of Art, war alarmiert. Kollegen hatten ihn vor Fälschungen gewarnt. Er prüfte nochmals zwei Zeichnungen aus dem 15. Jahrhundert, die das Museum schon vor ein paar Jahren erworben hatte. Sarah, das musst du dir anschauen. Ich habe tatsächlich Ähnlichkeiten entdeckt. Das könnten Fälschungen sein. Lass mich mal sehen. Das Papier scheint dasselbe zu sein. Und schau, wie die Linien verwaschen erscheinen. Und die Pentimenti? Da stimmt was nicht. Ich muss sofort Kallmann und Kolnagi in London anrufen. Da war ein Fälscher am Werk. London. Stadt der Galerien, Museen und Auktionshäuser. Zentrum des Kunsthandels. Von hier stammten die möglichen Fälschungen. Sie waren nicht die einzigen. Julian Stock ist ein Experte für Zeichnungen alter Meister. Er arbeitete für Sotheby's und Colnaghi
als sich die Gerüchte verdichteten und die großen Kunsthäuser in Aufregung versetzten. Es kamen zahlreiche problematische Zeichnungen auf den Markt, von denen wir nicht immer wussten, woher sie stammten. Denn natürlich würde ein Kunsthändler wie Kalman nicht sagen, meine Quelle ist Eric Hepburn. Colnaghi würde nicht sagen, meine Quelle ist Eric Hepburn. Sotheby's und Christie's würden niemals preisgeben, woher ihre Sachen stammen. Niemand wollte, dass die Konkurrenz Zeichnungen aus der eigenen Quelle bekam. Man behielt diese Dinge für sich. Eric Hepburn war der Kunsthändler, der mit allen dealte. In seiner Galerie Panini bot er seit 1963 Zeichnungen alter Meister an, mischte aber auch seine Fälschungen unter die echten Bilder. Die Auktionshäuser und wahrscheinlich auch Colnaghi, ich war längst nicht mehr dort, dachten, umso mehr Beachtung man so etwas schenkt, indem man zur Polizei geht, desto mehr Publicity bekommt man. Jeder wollte, dass es im Sande verläuft. Fast jeder. Denn Julian Stock und einige andere wollten, dass die Sache publik wird. Sie mussten jemanden finden, der Hepburn öffentlich mit den Fälschungen in Verbindung bringen konnte. Geraldine Norman war damals eine bekannte Kunstjournalistin der Times. Sie sagten zu mir, schau, wir helfen dir, wenn du Hepburn entlarvst. Denn wir wollen seinen Namen bekannt machen. Wir wollen, dass es alle wissen, damit jeder aufpasst. Sie dachten, ich wäre die Richtige dafür. Also machte ich mich an die Arbeit. Sie schrieb einen Artikel, nannte die strittigen Zeichnungen die betroffenen Kunsthändler und ihre Quelle, Eric Hepburn. Die Fälscher-Story packte die Journalistin. Und so besuchte sie Eric Hepburn in Italien, wo er mit seinem Freund wohnte. Sie wollte sogar ein Buch über ihn schreiben, doch Hepburn zeigte sich verschlossen. Wir tranken viel Rotwein in seiner Küche und unterhielten uns. Er gestand mir nichts, natürlich. Auch, dass das Nachahmen der echten Vermeerfarben nicht so leicht war. Mit diesem speziellen Gelb hatte Van Meegeren seine Schwierigkeiten. Er entschied sich für Massicot, also Bleioxid, Ocker und Gummigut, einen Pflanzenfarbstoff. Diese drei wurden im 17. Jahrhundert verwendet. Sie werden auch in Rezepturen erwähnt. Nur wusste man zu Van Meegerens Zeit noch nicht, dass Vermeer im 17. Jahrhundert vor allem Bleizinngelb verwendet hat. Als sie eines der Bilder röntgen, stoßen sie auf weitere Besonderheiten. Einige Stellen scheinen übermalt worden zu sein. Die Ergebnisse stellen die Forscher vor ein Rätsel. Das Aha-Erlebnis, als wir die Röntgenbilder analysierten, war, dass er das Gemälde umänderte, also ein gelbes Jäckchen mit Pelz in ein blaues umwandelte, sodass die Experten beim Röntgen feststellen sollten, hey, das ist typisch für Vermeer. Wir wissen, dass es in den Gemälden Vermeers Pentimenti gibt, also Änderungen oder Requisiten, die später hinzugefügt oder verändert wurden. Wir wissen noch nicht, wie raffiniert Van Meegeren wirklich war. Der Krieg beeinflusste das Ehepaar Van Meegeren kaum. Berauscht durch den Erfolg wurde der Fälscher unvorsichtiger. Außerdem, was ist, wenn sie doch etwas mitbekommt? Nein, danke. Laren ist ein Dorf. Eine wunderschöne Feier, Frau Van Meegeren. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Wo ist die gerade hier so stehen sehe? Sie wollten mir doch noch ein Bild zeigen, Herr Van Meegeren. Ja, dann folgen Sie mir. Ich zeige Ihnen nun meine geheimen Gemächer. Entschuldigen Sie uns so? Natürlich. Bitte sehr. Sie werden staunen. Van Meegeren wollte den Kaufmann Petrus Rienstra als Mittelsmann einsetzen, um sein neuestes Werk auf den Markt zu bringen. Ich bin gespannt, wie Sie es finden.
Ein Fehler. Rienstra zog sich später zurück und Van Meegeren tauchte erstmalig selbst in Verkaufsunterlagen auf. Ein echter Vermeer. Haben Sie schon anderen gezeigt? Hätten Sie eventuell Interessenten? Oh ja. Da gibt es einige. Woher stammt das Bild? Ich hoffe nicht aus jüdischem Besitz. Nein, nein, eine adlige Dame. Es stammt aus ihrer Privatsammlung. Ich kenne sie aus Frankreich. Sie muss verkaufen, weil der Besitz... besaß fantastische Vermeers. Das Mauritshaus hatte ebenfalls drei großartige Vermeers. Nur das Beumanns keinen. Das war für ein niederländisches Museum nicht tragbar. Das muss Hannemar sehr gewurmt haben. Han van Meegeren studierte den Kunstmarkt. In den 30er Jahren begann er sich intensiv mit Malweise und Technik Vermeers auseinanderzusetzen. Wie viele Fälscher tauchte er dabei vollkommen in die Welt des auserwählten Künstlers ein. Some people fall in love. Manche lieben es, jemand anderes zu sein als sie selbst. Oder vergessen manchmal total, wer sie sind. Und gehen völlig in der Rolle des anderen Künstlers auf. Andere haben multiple Persönlichkeiten oder so etwas. Das ist das Gleiche. Es ist eine Droge, von der manche Leute unglücklicherweise abhängig werden. Für einen perfekten Vermeer scheute Han van Meegeren keine Mühen. Im Rijksmuseum werden die Fundstücke gelagert, die Ermittler nach seiner Festnahme in einem seiner Häuser sicherstellten. Sie zeigen, wie gründlich sich Van Meegeren vorbereitet hat. Er benutzte Pigmente aus dem 17. Jahrhundert und mischte sich seine Farben selbst. Die Ermittler entdeckten auch einige Requisiten, die auf seinen Gemälden zu sehen sind. Die Fundstücke geben Einblick in die Trickkiste des Fälschers. Dieses Gemälde zeigt, dass Van Meegeren als Restaurator gearbeitet hat. Raffiniert lässt er es künstlich altern, indem er die dunklen Stellen und empfindliche Farben verwischt. Als ob das Gemälde im 17. Jahrhundert zu früh gereinigt worden wäre von einem Restaurator, der den vergilbten Firnis entfernen wollte, obwohl die Farbe noch nicht ganz ausgehärtet war. Das ist die Generalprobe für die Emmaus-Jünger. Dieses Gemälde wurde sein Meisterwerk. Über einen Mittelsmann bot er es 1937 Abraham Bredius an. Der Kunsthistoriker galt als einer der Vermeer-Experten. Dieser Bredius hatte über einen frühen Vermeer gesagt, von solchen Frühwerken Vermeers muss es noch mehr geben. Und weiter? Es muss sich um ein Frühwerk handeln, mit einem größeren Format als normal. Der Malstil wird etwas lockerer sein. Und daran hat sich Van Meegeren gehalten. Eigentlich hat er keinen Vermeer gefälscht. Er hat die Spezifikationen von Bredius bebildert. Das ist auch einer der Gründe seines Erfolgs. Bredius war begeistert vom neuen Vermeer, der so genau seinen Erwartungen entsprach. Komposition, Ausdruck und Farbe. Gemeinsam formen sie eine Einheit von höchster Form, von entrückender Schönheit. Solche Lorbeeren über amerikanische Hände gelangen. Er erwarb es für die damalige Rekordsumme von 540.000 Gulden. Umgerechnet mehrere Millionen Euro. Warum hat man diese extrem teuren Gemälde damals nicht wirklich geprüft? Immerhin gab es schon die Möglichkeiten, Farbproben zu nehmen oder sogar das Bild zu röntgen. Die Experten haben sich lieber auf ihr Auge oder auf die einfachen Tests verlassen. So zum Beispiel die Fingernagelprobe. Ist die Ölfarbe zu weich, kann das Bild auf gar keinen Fall alt sein. Oder auf den Alkoholtest, der basiert auf demselben Prinzip. Färbt die Farbe ab, ist das Bild eine Fälschung. Ihr Pech nur, Van Meegeren kannte diese Techniken auch. Seine Geheimwaffe? Bakelit. Phenolformaldehyd, besser bekannt als Bakelit. Diesen frühen Kunststoff mischte er in flüssiger Form seinen Ölfarben bei. Dadurch härteten sie schneller aus. Um sie noch weiter zu trocknen, muss er das fertige Bild erhitzt haben. Mit den unterschiedlichsten Hilfsmitteln. Musik
Danach rollte er das Ölgemälde über einen Zylinder, um die charakteristischen Risse, Krakelüren, entstehen zu lassen. Diese bemalte er für den richtigen Altersschmutz mit Tinte. Fertig war der Vermeer. Die Experten des Rijksmuseums interessieren sich dafür, wie der Fälscher im Detail gearbeitet hat. Bei den Untersuchungen seiner Bilder lässt sich nicht nur Bakelit nachweisen, sondern auch, dass das Nachahmen der echten Vermeerfarben nicht so leicht war. Mit diesem speziellen Gelb hatte Van Meegeren seine Schwierigkeiten. Er entschied sich für Massicot, also Bleioxid, Ocker und Gummigut, einen Pflanzenfarbstoff. Diese drei wurden im 17. Jahrhundert verwendet. Sie werden auch in Rezepturen erwähnt. Nur wusste man zu Van Meegerens Zeit noch nicht, dass Vermeer im 17. Jahrhundert vor allem Bleizinngelb verwendet hat. Als sie eines der Bilder röntgen, stoßen sie auf weitere Besonderheiten. Einige Stellen scheinen übermalt worden zu sein. Die Ergebnisse stellen die Forscher vor ein Rätsel. Das Aha-Erlebnis, als wir die Röntgenbilder analysierten, war, dass er das Gemälde umänderte, also ich werde. Für einen perfekten Vermeer scheute Herrn van Meegeren keine Mühen. Im Rijksmuseum werden die Fundstücke gelagert, die Ermittler nach seiner Festnahme in einem seiner Häuser sicherstellten. Sie zeigen, wie gründlich sich Van Meegeren vorbereitet hat. Er benutzte Pigmente aus dem 17. Jahrhundert und mischte sich seine Farben selbst. Die Ermittler entdeckten auch einige Requisiten, die auf seinen Gemälden zu sehen sind. Die Fundstücke geben Einblick in die Trickkiste des Fälschers. Dieses Gemälde zeigt, dass Van Meegeren als Restaurator gearbeitet hat. Raffiniert lässt er es künstlich altern, indem er die dunklen Stellen und empfindliche Farben verwischt. Als ob das Gemälde im 17. Jahrhundert zu früh gereinigt worden wäre von einem Restaurator, der den vergilbten Firnis entfernen wollte, obwohl die Farbe noch nicht ganz ausgehärtet war. Das ist die Generalprobe für die Emmaus-Jünger. Dieses Gemälde wurde sein Meisterwerk. Über einen Mittelsmann bot er es 1937 Abraham Bredius an. Der Kunsthistoriker galt als einer der Vermeer-Experten. Dieser Bredius hatte über einen frühen Vermeer gesagt, von solchen Frühwerken Vermeers muss es noch mehr geben. Und weiter? Es muss sich um ein Frühwerk handeln, mit einem größeren Format als normal. Der Malstil wird etwas lockerer sein. Und daran hat sich Van Meegeren gehalten. Eigentlich hat er keinen Vermeer gefälscht. Er hat die Spezifikationen von Bredius bebildert. Das ist auch einer der Gründe seines Erfolgs. Bredius war begeistert vom neuen Vermeer, der so genau seinen Erwartungen entsprach. Komposition, Ausdruck und Farbe. Gemeinsam formen sie eine Einheit von höchster Form, von entrückender Schönheit. Solche Lorbeeren überzeugten Museumsdirektor Hannemar. Auf keinen Fall durfte dieses Meisterwerk in deutsche oder amerikanische Hände gelangen. Er erwarb es für die damalige Rekordsumme von 540.000 Gulden, umgerechnet mehrere Millionen Euro. Warum hat man diese extrem teuren Gemälde damals nicht wirklich geprüft? Immerhin gab es schon die Möglichkeiten, Farbproben zu nehmen oder sogar das Bild zu röntgen. Die Experten haben sich lieber auf ihr Auge oder auf die einfachen Tests verlassen. So zum Beispiel die Fingernagelprobe. Ist die Ölfarbe zu weich, kann das Bild auf gar keinen Fall alt sein. Oder auf den Alkoholtest, der basiert auf demselben Prinzip. Färbt die Farbe ab. Ist das Meegeren nur als durchschnittlicher Porträt-, Tier- und Landschaftsmaler bekannt. Wir konnten es nicht glauben. Wir dachten, der Mann fantasiert. Der möchte bloß aus seiner Zelle raus. Schließlich waren wir so überzeugt, dass die Vermeers echt waren.
Nellies van Wanning war damals Sekretärin des Kunstermittlers. Nach van Meegerens Geständnis holte Pilaire ihn zu sich in sein Bürogebäude. Dort sollte er als Beweis seiner Fähigkeiten einen weiteren Vermeer malen. In der Pause saßen wir dann Modell mit seinen Bettdecken. Es gab ja nichts anderes, das man als Vorlage für die Stoffhalten auf dem Apostelgemälde, an dem er malte, nehmen konnte. Schilderte von der Apostel. Vom Kollaborateur zum Nationalhelden. Der Vermeerfälscher war plötzlich genauso beliebt wie der damalige Ministerpräsident. Der Mann, der Göring austrickste, war plötzlich sehr populär. Er wurde sogar als ein Symbol der Befreiung angesehen, auch wenn er es eigentlich nicht verdient hatte. Han van Meegeren hatte sich sehr gut mit den deutschen Besatzern arrangiert. Mit seiner Frau Jo wohnte er in dem reichen Ort Laren, nicht weit entfernt von Amsterdam. Mit eigenen Gemälden konnte er sich den luxuriösen Lebenswandel nicht leisten. Sein Stil war bei Experten nicht sehr gefragt. Mehr Geld machte er schon seit Jahren mit seinen Versionen alter Meisterwerke. Mein Herr, ich sollte jetzt wirklich wieder an die Arbeit. Das Dienstmädchen hatte vermutlich keine Ahnung, dass ihr feiner Herr ein Fälscher war. So, jetzt passt es. Van Meegeren liebte die alten Meister, studierte sie bis ins Detail. Sich selbst sah er als verkanntes Genie, durchaus gleichwertig mit den großen Malern des 17. Jahrhunderts, mit Johannes Vermeer und Rembrandt. Nur den meisten anderen fehlte diese Einsicht. Er wollte unbedingt beweisen, dass er ein genialer Maler war und hasste Experten wie die Pest. Er hat also auch mit dem Fälschen angefangen, um zu beweisen, dass die Experten ihren Job nicht verstanden. Im Rijksmuseum in Amsterdam hängen die Bilder, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts besonders gefragt waren. Die Gemälde der alten Meister Rembrandt, Franz Hals und Vermeer. Dieser war besonders begehrt, auch weil sein Gesamtwerk nicht so umfangreich war. Im Lager